Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rakan. Ja, doch ein ziemlicher Szenenwechsel hier von dem verschneiten Gebirge zu den doch relativ sommerlichen Inseln. Wie sieht denn das aus? Wir sind hier. Da oben ist was eingezeichnet. Ich glaube, da sollen wir auch hin. Dann begeben wir uns doch mal nach dort oben. Hier sind doch bestimmt noch andere Drachen oder sowas unterwegs, oder? Auch Eisdrachen. Ich habe hier mal echtes Feuer, das ist ein bisschen schneller. Ein bisschen mehr rumspam. Tschüss. Das ist ja echt praktisch hier. Endlich mal wieder Gegner in Ruhe und gemütlich ausschalten. Ah ja. Fröhliches Sterben. Okay, ich muss hier noch weiter rüber. Der Anfang hier. Es gibt halt echt niemanden, der großartig nett zu uns ist. Hier wäre zumindest ein Eingang. Schauen wir mal rein. Wo mag das denn hinführen? Oh, Spinnen schon wieder? Blockt? Fies. Und ein paar Eispfeile. Besser als nichts. Keine ewig lange Höhle mehr, wo man dann 12 Schalter umlegen muss. Und irgendwo hinten was frei zu schalten, das ist ja auch nicht verkehrt. Hallo, nächster Drache. Okay, du lebst noch. Heilung. Ist nicht so großartig. Und den Drachen lassen wir dann auch mal. Im Moment ist ja noch keine Gefahr. Jetzt zwar auch nicht. Hauptsache ihr seid mal kaputt. Wär's. Wir sind auch einigermaßen auf dem richtigen Weg. Gerade schon, habt ihr noch was zu looten da? Echsenmenschen oder irgendwas oder so Froschmenschen. Dem haben wir einfach nur ein Stück Arm abgeschlagen. Ich dachte, es wäre ein Trank. Ein Armtrank. Hm. Da hoch? Nee, da hoch geht's nicht. So weit können wir leider nicht. Our wizard, I presume. Forgive us, wise one, but... Arok, it is you. I couldn't be certain until you spoke. Do I know you? Forgive me, but I have slept long. You once knew me as Rimril, though you may not remember. Teyret's apprentice?
Yes, of course, but that was ages past. Even a wizard should be long dead. The apprentice you knew is dead, Erok. I am the last of the Guardian Magi. I am bound to stand watch over the Rift Crystal till the sun goes dark if need be. I know why you have come, child, but you have been deceived. Queen Shilla controls the flow of Grimstone through these islands, not I. You will not find your brother here. But the succubi... are demonic spirits, girl. They are Shilla's creatures, and would have you gain for her what they cannot. Queen Shilla is an agent of the Dark Union. It is likely she has the boy as well. Delin, Erok, we've got to go back. Shilla is strong, child, even with Erok to aid you. Her dark masters have given her great power. The crystal was a part of Heron's sword, Rin. If Shilla seeks it, then she must have located the blade itself. We cannot allow the Dark Union to reassemble the rune blade. But if we could unite them first... yes... we'll need the crystal, Rin. It's the only way. Will you give her the test, Guardian? It is not so simple. To even enter the tower requires the elemental amulet. The island fortress where it was held has fallen, and a goblin horde have camped amongst the ruins. Before you can begin the test, you must recover the amulet. Perfect. There is more. To reach the Rift Crystal, you must have the bell hammer lost in the dead city of Alwarin. Find the hammer and return it here. Only then can you even hope to succeed. Return when you have the amulet and the hammer, not before. Da ist er weg. Na gut. Okay, da hinten wäre dann das nächste. Dann schauen wir doch mal da. Das scheint die Goblin-Basis zu sein. Okay, da das als nächstes oder am nächsten ist. Auf zur Basis! Ein paar Goblins zerlegen. Ich hoffe, die sollten nicht allzu stark gepanzert sein. Sie fallen hoffentlich mit zwei oder drei Schlägen. Was ist das denn? Du hast ganz schön Schaden gemacht, du Turm. Die Richtung scheint ja schon mal einigermaßen zu stimmen. Oh, nicht so Juju. Ja, sind die Türme tatsächlich eine ernstzunehmende Bedrohung im Gegensatz zu den Ballisten. Die kann man ja relativ gut ausweichen. Euch ja auch normalerweise. Ein bisschen Abstand halten kann. Ach, du bewachst da bestimmt was, ne? Das war... ah ja, Potion of Life, gut. Da hängen gerade so ein paar Goblin-Teile in der Luft rum. Haben es aber auch gleich geschafft. Da hinten wird die wohl irgendwo sein, die Basis. Lauf zu deinem toten Kumpel.
Ahnung, was du da hinten vorhast. Kann sein, dass ihr euch irgendwie an Fernkampf versucht. Auch das wird euch nichts bringen. Außer den Tod. Ja, ich schätze, da müssen wir jetzt rein, ne? Ich wollte gucken, ob ich den plündern kann. Sieht aber nicht so erfolgreich aus, dann mache ich mir das da hinten, glaube ich, auch mal. Okay. Dann mal los. Ja, ja, das dachte ich mir. Das habe ich mir schon gedacht, Arok. Ja, bitte? Schön. Okay, zwei Schläge und die sind platt. Gut zu wissen. Problem ist halt, dass die hier rumballern, während wir an Leitern sind und uns da halt auch nicht so gut bewegen können oder halt ausweichen können. Allerdings scheinen sie auch nicht so wirklich zu treffen. Spring bitte, mein Mädel. Diese eine Zentimeter zu weit gelaufen, dass die Sprunganimation nicht mehr ausgelöst wird. Na gut, da habe ich ja zum Glück noch rechtzeitig gespeichert. Na gut, ich kann auch runterspringen, sehe ich gerade. Praktisch. Ja, ich glaube, euch zerlege ich dann tatsächlich mal, wenn es soweit ist. Ah, vielleicht können wir da irgendwie eine Lore oder was drauf machen. Okay, oder es kommt halt was. Uiuiuiui. Es sind zu viele Fallen, habe ich den Eindruck. Bis nach da hinten und dass das Ding mich erreicht? Ja, ich glaube. Nein, schaffe ich nicht. Okay, dann muss ich da rein und dann mich ducken. In Ordnung. Oh. Gut, hätte ich mir auch denken können, dass das Ding wieder zurückkommt. So, dann seid ihr jetzt aber mal dran. Kein Trank. Vielleicht hier. Jawohl. Sehr nett. Okay, ihr verzieht euch. Aber der machte den Typen hier nicht. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel für. Interessant. Dann gehe ich erstmal hier hoch. Ich glaube, na, glitsch ich hier wieder durch die Dings durch.
Hey, ihr habt mir echt viel zu viele Fallen hier unten. Nimm das. Ah, jetzt haben wir aber den Schlüssel für unten. Cool. War das eventuell jetzt abgeschaltet? Würde ich gerne hier rein. Wir sind ja mittlerweile One-Hits. Schön. Ja, Crystal. Cool. Hört nicht auf, das Ding. Aber gut, wir kommen ja durch. So, die Herren. Wollt ihr da vielleicht mal rauskommen? Oder soll ich auch mal zeigen, dass ich, auch mal Nahkampf kann? Wow, ich glaube, der war ganz überrascht, dass wir ihn zerlegen können. Cool. Was gibt's jetzt hier Tolles? Naja, Gegner. Schon, er will jetzt wieder eine Falle auslösen. Bisschen verwirrend hier alles. Das sieht so aus, als könnte man das irgendwie aufmachen. So, zerstören wir mal die ganzen Kisten. So, das ist einfach nur sowas. Waffen. Aber ich glaube, die sind alle nix, oder? Ja. Okay. Drücken wir mal hier die ganzen Knöpfchen. Hm? Ach, hast du jetzt unten das Tor eventuell geöffnet? Mal? Ja, cool. Auch sehr grottig hier unten. Ja, ist ja gut. Ist ja in Ordnung. Quatsch. Ewig nicht mehr geschwommen hier in dem Spiel. Ich glaube, so von der ersten, zweiten Folge an nicht mehr. Hallo, na?
einen Gollumstrank. Mein Schatz. Ist etwas Stich? Ist das hier eine Herr der Ringe-Anspielung? Man weiß es ja nicht. Dann verziehen wir uns gerade nochmal. Oh, hallo. Wo kommt ihr denn hier? Aua. Dann zerlegen wir euch direkt mal. Na gut. Ich denke, jetzt sind wir doch einigermaßen gut ausgerüstet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Irgendwie bald die Folge. Dahin hoffe, ihr habt Spaß, macht's gut und ciao, ciao. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt mit dem Schlüssel da hinten auch in den anderen Raum reinkommen.